Hallihallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben letzte Folge was verkauft, was wir hier die ganze Zeit über jetzt angesammelt haben. Und jetzt haben wir einiges an Geld gemacht. Klingt für mich erstmal ganz schön viel. Ist ganz nett. Jedenfalls können wir uns jetzt ein bisschen umgucken, ob wir vielleicht was kaufen wollen oder was wir hier machen. Wie gesagt, ich hätte ja gesagt, ich hätte gern Knoblauch, Zwiebeln, Pilze und Spargel. Traut euch nur. Mehl, Eier, Salz, was dort geschah. Helft eurem Nachbarn. Was ist los mit dir? Hey, Bartek. Heinrich, was machst du hier? Ich dachte, du wärst tot. Nein. Ach, lange Geschichte. Ja. Aber was ist mit dir? Wie bist du aus Garlitz entkommen? Ja. Das glaubst du nie. Ein himmelzerreißender Sturm ist nächtens aufgezogen und Sigismunds Heiden rannten in ihr Lager. Die hätten im Traum nicht gedacht, dass Herr Ratzig den Sturm für unsere Flucht nutzt. Das ganze Dorf konnte mir nichts, dir nichts entkommen. Und am Morgen fanden diese Hundsfötte nur eine leere Burg mit einer alten Ziege drin vor. Wie gern hätte ich ihre Gesichter gesehen. Hättest du nicht. Ich auch. Die habt ihr richtig an der Nase herumgeführt. Und eine Burg verloren. Naja. Weiß jetzt nicht, was. Was ist das hier? Ein Schneider? Ein Alchemie, denke ich mal. Was ist das? Schneider? Das kann ich nicht so ganz. Rüstungsschmied. Rüstungsschmied? Ja, muss ich mir auch mal drum Gedanken machen. Schleifstein? Waffenschmied? Wo ist der Waffenschmied? Wahrscheinlich hier hinten. Ich will mal ganz kurz ein bisschen durchschummeln. Ah ja. Perfekt. Da gehen wir jetzt mal rein. Hallihallo. Na? Was geht, Kumpel? Guten Tag. Hi. Ja, lass uns handeln. Alles Gute. Ich brauche Waffen. Und zwar, ich brauche mal was Kurzes, was Kleines. Was. Nahkampf 2-2. Was ist das? Wucht. Schlag. Stich. Was will er? Ach so. Oh, was? 1,3K? Das sind ja. Das relativiert natürlich jetzt alles, was ich hier gesagt hatte vorher, zu meinem Geld. Das ist jetzt offensichtlich doch gar nicht so viel. Alter Vater. Das sind ja gesalzene Preise. Kann ich das hier irgendwie sortieren nach Geld? Ja. Ich kann mir ja sowieso nur den Dolch leisten. Ja. Gib mal her. Aber dann kann ich. Warte mal. Steht hier was, wie weit der reicht? Ja. Ich zahle 25. Komm. Können wir da nicht noch ein bisschen was machen? Schau, komm. Komm. Sei mal nicht Reden so. Reden wir über den Preis. Klar, warum nicht? Ja, genau. Pass mal auf, also ich gebe dir. Ich gebe dir 20. Okay, 20. Wie wär's damit? Und du kommst jetzt ein bisschen entgegen. Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Ich bin vielleicht zaghaft. Weil du es bist. Das ist zu wenig. Komm. Scheiße, ich will endlich den Dolch. Eine vernünftige Summe. Okay, puh. Das war fast. Was schon nicht. Ich. Okay, gut. Mach die Tür mal wieder zu hinter uns. Wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal einen Dolch. Was? Den kann ich nicht ausrüsten? Haupthand.
Nebenhand. Warum kann ich den Dolch nicht ausrüsten? Was ist mit dem Dolch? Was muss man dafür haben? Der Dolch kann nicht ausgerüstet werden. Befindet er sich jedoch im Inventar, kannst du mit ihm jemanden heimlich töten. Aha, gut, dafür kann ich sie immer brauchen. Jetzt habe ich aber keine Waffe mehr so wirklich, mit der ich tatsächlich auch mich mal wehren kann. Ach verdammt, das hätte ich mal vorher wissen sollen. Habe ich jetzt natürlich verpasst. Bist du mit mir? Kunisch. Mit dem habe ich mich doch geboxt letztens. Egal. Ich sollte jetzt hier was machen. Ich brauche ein bisschen Geld und... Finde Markwart von Aulitz. Mit dem Questlog noch nicht ganz klar, wenn ich echt... Ach so, hier. Audienz beim Herrn Ratzig. Unerforschter Ort. Unerforschter Ort. Ach, was, wisst ihr was? Genau, wir gehen jetzt hier einfach einmal rum kurz. Dann haben wir die ganzen Orte entdeckt. Das ist vielleicht ganz gut für die Orientierung später. Schleifstein. Da kann ich vielleicht... Achso, siehst du, ich habe gar nichts zum Schleifen dabei. Aber ist schon mal gut. Achso, stimmt. Ich kann ja tatsächlich den ganzen Bewohnern hier vielleicht auch ein bisschen... Also ich kann die ja auch erleichtern und ein paar Sachen. Und... Genau, dann kann ich ja vielleicht ein kleines bisschen... Brot! Schreib mich doch nicht ins Ohr. Meine Güte. Berons Frau? Kann ich mich... Beeil dich bitte. Du riechst nämlich nicht sonderlich gut. Weißt du, was wirklich geschehen ist? Was weiß ich? Die Herren gehen sich gegenseitig an die Gurgel und wir müssen's ausbaden. Wie immer. Die waren wohl hinter den Silberminen her, was? Mach's gut. Den Schreiber entdeckt. Die Apotheke entdeckt. Den Alchemietisch entdeckt. Die Kirche entdeckt. Gut. Dann halten wir ja ziemlich viel jetzt hier schon mal, ne? Genau, ja, das ganze Viertel haben wir jetzt mal abgedeckt. Gehen wir mal dahin. Ja, komm, was soll's? Bin ein armer Mann. Auch hier die ganzen... Wenn das meine Einnahmen sind. Ah, siehst du? Neue Stufe erreicht, Kräuterkunde. Jetzt will ich mal doch mal ganz kurz gucken. Stufe 4. Aha. Aha. Gut. Das finde ich nämlich eigentlich einen ganz guten und witzigen Skill, muss ich ganz ehrlich sagen. Und warum nicht, wenn man das so im Vorbeigehen machen kann? Was ist hier los? Ich meine, wenn niemand da ist... Ist stehlen schon fast zu einfach? Nein, so würde ich das niemals sagen. Es ist schon sowieso auch immer eine Herausforderung. Ja. Hallo, Milady. Das gut. Wir wollten jetzt aber hier noch ein bisschen weitermachen. Und zwar hierüber wollten wir noch gehen.
Der Fleischer. Okay. Gut. Hier auf der Seite gibt es noch... Ach so. Da gibt es schon viel zu entdecken. Ja, dann haben wir hier einmal so ein bisschen die Stadt kartografiert. Das ist ja auch ganz hilfreich. Ach. Ach, der Bäcker. Sehr schön. Was fehlen hier eigentlich noch für Berufe? Hier ist noch jemand? Ah, das Schankhaus. Ganz wichtig. Das könnte so eine Stallung sein. Ich gehe erstmal hier so hinten hin. Nee, ich gehe jetzt gleich hier direkt hoch. Was soll das? Ein Questgeber ist natürlich gut. Zeig mir, was du da versteckt hast. Hörst du mich? Ich habe nichts versteckt. Was soll ich denn versteckt haben? So lautet mein Befehl. Was, ich hab doch gar nichts gemacht. Wurde dir aufgetragen? Ich hab doch... Wie du willst. Ich hab wirklich... Das ist gestohlen, verflucht. Und das auch. Her damit. Und sei froh, dass dir nichts Schlimmeres blüht. Jetzt darfst du hinein. Das kommt mir komisch vor. Dein Gesicht merke ich mir, mein Freundchen. Ich hatte gar nichts Gestohlenes mit. Hat der mir mein Schild weggenommen? Nee. Was für ein Spiel wird hier gespielt? Hallo Jäger. Ach, komm, quatsch mal mit dir. Gott sei mit dir. Jo. Was kann man mit dem Jäger handeln? Gott über dich wachen. Ah, der hat coole Bögen. Alter Schwede, die sind ja auch gar nicht günstig. Aber der hat auch nur Bögen, ne? Nicht irgendwie ein cooles Jagdmesser oder so. Hm. Ja, was soll ich sagen? Ich muss hier wohl verkaufen, was ich verkaufen kann. Braucht man nicht viel fälschen. Da brauchen wir. Aber ich bin gar nicht mehr so satt. Ich sollte vielleicht. Schlecht gebrauchtes Brötchen. Das sollte ich noch vielleicht schnell essen. Das ist vielleicht auch. So. Okay. Gut. Wer wohnt hier? Ich dachte, das wäre zum Beispiel die Kirche. Naja, gibt's bestimmt so Sattler und sowas gibt es hier bestimmt noch. Noch eine Kirche. Der Schmied. Der Schmied. Hey, Schmied. Guten Tag, wie kann ich helfen? Guten Tag, hallo. So verdammt teuer. Was ist denn das, was du... Das günstigste ist eine Axt. Eine Axt. Achso, das ist eine Fernkampfaxt. Kann ich jetzt da nicht so viel anfangen. Das hier könnte ich mir kaufen. Eine Holzfäller-Axt. Kann ich damit auch Holz fällen? Was heißt hier eigentlich das hier? Dass mir das fehlt?
Leuchtet mir ein. Was? Knüppel sind so teuer und dabei habe ich das ganze Geld wahrscheinlich dann auch. Böttchers Axt. Ah, Mindeststärke 3. Naja. Ich meine, ich brauche schon irgendwas, was ich mit mir mitführe. Klar, was soll's? Kann ich noch irgendwas verkaufen? Irgendwas, was ich nicht so brauche? Kann ich, ne? Na, Waffe habe ich eigentlich nichts. Naja. Rustikaler Eschenbogen. Wer weiß, wann ich wieder mal einen Bogen auftreiben kann. Ich kann den hier verkaufen. So. Komm, da geht doch bestimmt noch was. Sprechen wir den Preis. Selbstverständlich. Ich würde sagen... komm. Ist das genug? Das... Komm. Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Du, pass auf, dein Messer wird scharf, heiß. Siehst du? Ich wusste, wir werden uns einig. Gut. So. Kann ich das Teil benutzen? Nee, das kann ich nicht benutzen. Doch, ich kann das benutzen. Ha! Was mache ich jetzt damit? Ich brauche mal die Hilfe fürs Schleifen. Ja. Ja. Die Waffe muss entlang der ganzen Schneide geschärft werden. Achso, so kann ich sie hin und her bewegen. Korrekten Winkel. Ist der Winkel zu steil, wird die stumpf. Okay. So, hoch und runter ist das und das ist... Korrektes Schärfen erkennst du an den fliegenden Funken. Okay. So klappt's. Thank you.
Hab ich jetzt kaputt gemacht oder habe ich jetzt was gemacht? Es scheint so, als wäre die nicht kaputt. Nun gut. Rüsten wir die mal aus. So. Besser was haben als nichts haben. So. Dann waren wir noch nicht ganz fertig mit allen. Du hast entdeckt ein Nest. Ist egal. Das, obwohl, da gibt es bestimmt Eier. Vielleicht ganz gut zur Nahrung. Aber hier gab es noch einige Orte, die ich nicht entdeckt hatte. Unerforschter Ort. Okay. Zwei noch. Ich schon wieder irgendwelche Leute, die mich hier um Geld prellen. Der Schuster. Mhm. Und noch eine Schenke. Zwei Schenken. Das ist ja interessant. Okay. Gute Nachbarn, ihr bleibt keine Wahl als zu bringen. Huch. Halt! Wer bist du und wohin willst du? Heinrich, der Sohn des Galitzer Schmieds. Ich möchte zu meinem Lehnsherrn, Ratzig Kobilla von Dwojitz. Sicher, und ich bin der Papst. Was willst du von seiner Lordschaft? Und wieso glaubst du, dass er dich empfängt? Sei vernünftig, ich bin kein einfacher Bauer. Ich bin Herrn Ratzigs Schmied und muss ihn sprechen. Und ich bin der dich aufhält. Hau ab. Ich sehe vielleicht nicht danach aus, aber ich weiß, was Ehre und Pflicht bedeuten. Und meine Pflicht ist es, ihm zu sagen, was mit seinem Schwert geschah. Also gut, geh schon. Aber gib nicht mir die Schuld, wenn Herr Ratzig dir das Fell gerbt. So ein Witz, weil ich war doch schon drin in der Stadt. Tja, Kumpel. So. Knete verdienen. Wahrscheinlich, vielleicht gibt mir Herr Ratzig ein bisschen Geld. Wer weiß. Ich glaube, Beutezüge machen wir wahrscheinlich erstmal. Aus Galitz bin ich, ihr guten Leute. Ihr alle wisst, was dort geschah. Helft eurem Nachbarn. Kunisch. Du hast also überlebt. Richtig beobachtet. Du hast noch Schulden bei mir. Habe ich nicht vergessen. Mir schulde ich gar nichts, sondern deinem Alten. Und der ist tot. Also verpiss dich. Du kannst dich nicht ewig rauswinden. Und doch, du kannst mir nicht ewig auf die Pelle rücken. Willst du wirklich, dass ich zornig werde? Hältst du das für klug? Tu ich nicht. Na schön, ich hab Schulden bei dir. Und was soll ich machen? Glaubst du, du kriegst aus mir was raus? Schau dir an, was ich hab. Aber vielleicht... Vielleicht kann ich dir sagen, wo du ein paar Münzen herkriegst, wenn du dann die Schulden vergisst. Na gut. Spuck schon aus. Nix da. Zuerst musst du schwören, dass du dann nichts mehr von mir willst. Also schön. Raus damit. Als wir aus Scarlets geflüchtet sind, habe ich was aufgeschnappt. Kein Schimmer, wer es gesagt hat. Ein Wunder, dass ich überhaupt was gehört habe. Jedenfalls hat da einer unter einem Taubenschlag Münzen versteckt. Mhm. Unter einem Taubenschlag? Ein Taubenschlag? Das ist alles? Mehr weiß ich nicht. Wie viele Taubenschläge kann es in Scarlet schon geben? Wenn du die Eier hast, zurückzukehren, findest du ihn bestimmt. Wir werden sehen. Ein Taubenschlag suchen, toll.
Nun gut. Das machen wir irgendwann. Wo ist denn die Sonne? Sehe ich gerade nicht. Scheiße. Oh, die Glocke schlägt. Zweimal. Dreimal. Merkwürdig, wie oft läutet das denn? Ist irgendwas Besonderes oder so? So kann ich ob nicht mal wissen, Küche oder auf dem Feld. Wie spät das jetzt meine ist. Waren erhellen euch den Tag. Toll. Bringt gar nichts hier. Verdammt. Ist nach links oder rechts? Bin ich überhaupt richtig? Ja, ich bin so mäßig richtig. Aber dann muss ich nach rechts. Aktivität. Es entdeckt ein Lager. Hey, warte mal, Kumpel. Landstreicher, warte mal. Gelobt sei Jesus Christus. Wieso lungerst du hier herum? Hast du keine Arbeit? Nein. Seit Sigismunds Schergen mir alles genommen haben, muss ich betteln. Gute Nachbarn. Mir bleibt keine Worum Wahl, geht es? Zu betteln. Seit ich alles verloren habe, kämpfe ich ums nackte Überleben. Bin in fremden Taschen erwischt worden. Und jetzt kann ich keinen Fuß mehr auf den Hauptplatz setzen, ohne dass mir die Büttel auf die Pelle rücken. Na, fies. Bist also ein Taschendieb? Na gut, komm auf den Punkt. Aber lass die Hände da, wo ich sie sehen kann. Chill doch mal. Diese verfluchte Wache hat mir meine ehrlich erbettelten Groschen weggenommen. Ja, mir auch. Er behauptet, ich hätte sie gestohlen und hat sie selbst eingesackt. Wenn du sie aus seinen Taschen zurück in meine befördern könntest, wo sie rechtmäßig hingehören, gebe ich dir was ab und bring dir ein paar Kniffe bei. Was sagst du? Hab Mitleid mit deinem armen Tropfen. Auf jeden Fall. Ich glaube, das bekomme ich hin. Um wie viel Geld geht es? Alles, was er bei sich hat. Die Hälfte gehört dir. Guter Deal. Das kommt mir verdächtig vor. Das musst du wissen. Aber wenn du mir das Geld von Pastera besorgst, kann ich dir sicher den ein oder anderen Auftrag zuschanzen. Mach's gut. Das habe ich mir auch schon gedacht, als der mich beklaut hat. So sieht das also aus. So, so. Huch, wo geht's denn hier hin? Oh, ein Topf. Ich bin doch eigentlich noch satt, genau. Dann brauche ich ja jetzt nichts essen. So, sehr rustikale Behausungen. Ah, aber hier kann man auch pennen, glaube ich, oder? Ja, gut. Ah, dann könnte ich ja hier sogar speichern. Das machen wir mal. Habe ich nämlich den Speicherstand in der Stadt. Das ist ja gar nicht schlecht. Und hier weiß ich dann auch, wie spät es ist. Gut. Gesundheit 99, Energie 73, Komfort 30%. Na, das ist doch wunderbar. So, Himmelbett. Speichert er jetzt auch? Ich glaube nicht. Glaubst du, das ist ein Gasthaus? Scher dich zum Teufel! Oh, sorry. Dass ich in deinem Bett geschlafen habe. Das wusste ich jetzt natürlich nicht. Nun gut, dann geht's beim nächsten Mal weiter.